Hallo Kinder! Es ist richtig schön, dass wir heute wieder Jampost haben können und dass du dabei bist. Meine Einweihung von meinem Schloss war so unfassbar schön. Und es war so schön, dass du auch dabei warst. Heute habe ich mein Lieblingsgetränk dabei und das ist der Traubensaft. Ich liebe Traubensaft. Aber wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, wie Traubensaft hergestellt wird. Ich weiß, er ist fruchtig und kräftig, aber wie man das macht, keine Ahnung. Aber vielleicht kann Jenny uns heute ja helfen, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Seht ihr? Hier ist mein Traubensaft. Er ist so lecker. So schön fruchtig. Also viel Spaß beim Lied und bei der Geschichte und bis nächste Woche. Tschüssi. Bei der Party auf dem Meeresgrund geht es jedes Jahr so tierisch rund. Vorne spielt ein Fisch Klavier und in der Ecke gibt's Korallenbier. Jeder ist hier mit dabei, doch einer fehlt, der Hai. Das ist doch nur ein Hai. Ein Hai, blub, 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 blub. 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 Ein Hai! Oh mein, ich schrei! Also Hai, wenn du nicht reist, irgendeiner meiner Freunde beißt, darfst du mit uns fröhlich sein und wir feiern in die Nacht hinein. Plötzlich war der Schreck vorbei, da lachte auch der Hai. Ein Hai, blub, 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 blub. 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 Ein Hai, oh mein, ich schrei. Hey Kids, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu unserer Jampost. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammen was lernen können. Und ich hoffe, du hast den Vers von letzter Woche auswendig gelernt. Ich habe es probiert und versuche ihn jetzt aufzusagen. Und zwar hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12. Also es ist richtig gut, wenn wir unser Köpfchen anstrengen und wenn wir diese Verse auswendig lernen, weil da einfach so mega viel Wahrheit drin steckt. Ich hoffe ja, dass ich dem Billy das gut erklären kann mit dem Traubensaft und mit dem, was da alles so dranhängt. Seid ganz gespannt, weil heute geht es genau auch um dieses Thema. Heute soll es um den Weinstock gehen. Den habe ich euch hier mal eingeblendet. Der Weinstock kann auch Rebstock genannt werden oder Weinrebe. Und das wird unser heutiges Thema sein. Der Weinstock ist erst einmal eine Pflanze. Genauer gesagt ist der Weinstock eine Kletterpflanze und gehört zu den Lianengewächsen. Das heißt, der Weinstock wächst und braucht dann etwas, wo sich dann der Weinstock entlanghangeln kann, wo er sich festhalten kann. Das seht ihr hier auch auf den Bildern. Wenn wir uns den Aufbau von so einem Weinstock anschauen, dann haben wir zuerst den Stamm. Ist erstmal nicht verwunderlich, das haben wir ja ganz oft bei Pflanzen, zum Beispiel bei Bäumen, haben wir erstmal den Stamm und das ist auch das, was wir am Ende Weinstock nennen. Und an dem Stamm gibt es so kleine Verästelungen, die dann rauskommen, so ganz dünne Äste und das sind die Reben. Und die Reben sind also die Verbindungsstücke zwischen am Ende den Früchten und dem Weinstock. Und die sind total wichtig und die sind auch für die Geschichte heute richtig wichtig. Das Ganze hier, das habe ich euch mal mitgebracht, das kennt ihr auch. Was nämlich an so einem Weinstock dran ist, das esst ihr vielleicht auch genauso gerne wie ich. Das hier sind die Weintrauben.
Also das Ganze hier nennt man Weintraube und diese einzelnen Beeren, das sind dann Weinbeeren. Und wenn man sich mal so eine Weinbeere aufschneidet, dann wirst du merken, die hat so eine Beerenhaut. Also das ist so eine etwas festere Haut, das merkt man beim Aufschneiden ganz gut. Innen drin ist dann Fruchtfleisch und ganz innen drin im Kern hat man das Mark mit 2 bis 3 Kernen drin. Aber nicht nur die Weintrauben logischerweise gehören zu so einem Weinstock, sondern auch noch die Knospen. Und da gibt es 2 unterschiedliche Arten von Knospen, die wichtig sind. Und zwar gibt es eine Knospe, die sich im Sommer heraus entwickelt, die dann eben für die Blätter und die Ranken wichtig sind, die sich eben daraus herausbilden können. Aber dann gibt es dann noch Knospen, die auch noch da sind, aber die nicht aufgeben. Das klingt erstmal komisch, aber diese Knospen haben eine ganz spezielle Aufgabe. Und zwar heißen diese Knospen Winterauge. Und diese Knospen entwickeln sich erst in dem nächsten Sommer. Das heißt, wir haben im einen Sommer Knospen, die sich herausbilden. Und dann haben wir so Winteraugenknospen, die sich dann erst im Jahr darauf im Sommer herausbilden. Und die Blätter, wissen wir ja auch, sind wichtig dann eben für den Wassertransport und den Zuckergehalt in den Trauben und so weiter. Wie gut der Weinstock dann am Ende seine Früchte trägt, kommt dann ganz darauf an, wie die Witterung ist. Mit Witterung meinen wir in der Regel das Wetter. Also wenn ich jetzt gerade rausgucke, dann sehe ich, oh, es ist windig und die Sonne scheint. Aber die Fragen, die man sich dann eben auch bei der Witterung stellt, ist, wie heiß wird es, wie kalt wird es, wie wird die Temperatur sein, gibt es viel Sonne, gibt es viel Wind, gibt es vielleicht Starkregen? Das sind alles Bedingungen, die man eben abwägen muss und die man eben bedenken muss, wenn man eben so einen Weinstock auch heranzüchten möchte, weil ein Weinstock eben gewisse Bedingungen braucht, damit er gut wachsen kann. Zum Beispiel braucht ein Weinstock viel Sonne. Das heißt, wenn es den ganzen Sommer regnen würde, wäre das für das Wachsen von Weintrauben richtig schwierig. Ganz erstaunlich an diesem Weinstock sind aber die Wurzeln. Wurzeln sind ja grundsätzlich wichtig, das wissen wir ja auch, weil sie den Weinstock erstmal im Boden halten, also damit er stabil ist. Aber über die Wurzeln werden ja dann auch Nährstoffe aufgenommen und Wasser. Weil Weinstock richtig gut auf Böden wächst, die karg sind oder richtig fest, kann es sein, dass die Wurzeln sogar bis zu 5 Meter tief wachsen können. Und wenn die auf einem weichen Boden stehen, dann können die Wurzeln sogar kilometerweit sich ausschlagen. Innerhalb von den ersten 3 bis 5 Jahren trägt dann eine Rebe seine ersten Früchte. Das ist schon ganz schön krass, dass so ein Weinstock 3 bis 5 Jahre braucht, bis dann die ersten Früchte an einer Rebe dranhängen. Davor muss sich richtig gut um diesen Weinstock gekümmert werden. Und das macht der Weingärtner oder der Winzer oder man nennt ihn auch Weinbauer. Und der Weinbauer oder Weingärtner ist dafür da, sich dann eben um den Weinstock zu kümmern. Also der schneidet ihn. Also alle unnötigen dünnen Reben werden abgeschnitten. Unnötige Knospen werden abgeschnitten oder eben faule Äste werden abgeschnitten, weil man eben möchte, dass alles, was von den Wurzeln durch den Stamm eben in die Reben kommt, wirklich an die richtigen Stellen kommt, damit so viele wie möglich gute Früchte eben am Ende rauskommt. Und das ist eben wichtig, damit die gesunden Reben gut versorgt sind. Und je älter ein Weinstock dann wird, desto tiefer sind dann die Wurzeln. Und desto besser auch die Traubenqualität. Also je älter der Weinstock, desto besser die Früchte am Ende. Meistens bringt so ein Weinstock so um die 25 Jahre richtig viele Trauben. Und danach nimmt es langsam ein bisschen ab. Der größte Weinstock, den wir kennen, der steht in Hampton Court in Surrey. Das ist in England. Der wurde 1769 von einem Landschaftsarchitekten namens Lancelot Capability Brown gepflanzt. Und der älteste Weinstock, der soll sogar in Slowenien stehen, der soll sogar über 400 Jahre alt sein und heißt Zametowka-Rebe. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das fand ich einfach total beeindruckend. So, und am Ende kommt dann das raus, was wir alle lieben. Und was ich auch ganz besonders liebe, das sind die Weinbeeren. Also, das ist richtig, richtig lecker. Und es gibt unterschiedliche Sorten. Es gibt diese dunkelblau-lilanen Sorten, die ich hier habe. Aber es gibt auch grün- bis weiße Sorten. Und diese dunkelblau-lilanen Weintrauben sind ja dafür bekannt, dass sie richtig schön süß sind. Und diese weißen Beeren sind meistens nicht ganz so süß. Sie sind dann eher ein bisschen säuerlicher. Und wenn ich dann eben jetzt diese Trauben hier habe,
dann kann ich die halt auch weiterverarbeiten, so wie bei Billys Traubensaft. Das nennt man dann Keltern. Das heißt, ich nehme alle Trauben und früher hat man das so gemacht beim Keltern, dass man dann eben einen großen Bottich hatte und dann ist man in diesen Bottich geklettert und hat diese ganzen Weintrauben mit den Füßen zertrampelt. Das geht heute alles ganz anders, da hat man Maschinen für. Aber man brauchte eben diesen Traubenbrei am Ende, den man dann weiterverarbeiten konnte. Und dann kam eben Traubensaft bei raus. Oder aus den Kernen kann man auch Traubenkernöl machen oder Mehl. Oder, was ganz beliebt ist natürlich, ist Wein. Rotwein und Weißwein. Oder man kann natürlich diese Trauben auch einfach trocknen lassen. Und dann kommen kleine Rosinen raus. Für die Menschen im alten Israel, also zur Zeit der Bibel, war der Weinstock und die Reben und die Früchte völlig präsent. Also sie hatten es richtig vor Augen. Weil viele Menschen damals auch in Weinbergen gearbeitet haben, wussten die genau, wie das mit dem Weinstock funktioniert. Das ist ja für uns, die wir in der Stadt leben, auch manchmal ein bisschen schwierig, sowas nachvollziehen zu können. Aber für die Menschen damals war es völlig klar, ich habe den Weinstock, ich habe die Reben und ich muss dafür sorgen, dass ich mich gut um diesen Weinstock kümmere. Ich muss faule Äste abschneiden, ich muss faulige Knospen abschneiden und ich muss dafür sorgen, dass die ganze Energie, alle Nährstoffe, das ganze Wasser vom Stamm wirklich in diese guten Reben fließt, damit die richtig gute Früchte am Ende bringen. Und interessanterweise greift Jesus genau diesen Weinstock in unserer heutigen Frage auf. Wir sind immer noch in der Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und Jesus hat sich ja die letzten Wochen uns selbst vorgestellt und hat gesagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt. Und heute sagt Jesus von sich Folgendes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus dann noch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Ganze steht im Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 1 und 5. Wir haben jetzt viel über den Weinstock und über den Weingärtner gelernt. Jesus vergleicht sich selbst mit dem Weinstock. Der Weinstock sorgt ja dafür, dass die Rebe alles Wichtige zum Leben braucht, damit sie Frucht bringen kann. So ist Jesus. Die Rebe, das sind wir. Also du und ich, wir sind Reben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus als Weinstock ist also die Voraussetzung, dass wir als die Reben gute Frucht bringen können. Gott ist der Weingärtner oder der Weinbauer oder der Winzer, je nachdem. Also Gott ist der Weingärtner, schneidet diese ganzen unnötigen Reben weg und kürzt auch mal die Rebe, damit sie eben wieder gut wachsen kann und dann auch richtig gute Früchte bringen kann. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenspiel aus Weinstock und Rebe und Weingärtner, damit am Ende die Rebe, also wir, richtig gute Frucht bringen können. Also wir haben jetzt verstanden, ich muss mit Jesus verbunden bleiben, check. Ohne die Lebenskraft von Jesus kann ich keine Frucht bringen, check. Aber was sind denn das jetzt für Früchte, die ich in meinem Leben mit Jesus bringen kann? Diese Früchte, die hier gemeint sind, die kommen aus einem Leben mit Gott. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir eine neue Schöpfung sind. Also da hat was ganz Neues angefangen. Und wenn ich eine Beziehung mit Jesus habe, dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie behandle ich meine Dinge, die mir hier so anvertraut sind? Fange an, vieles einfach auch durch Gottes Perspektive zu sehen. Weil ich sein Wort habe und weil ich darin lesen kann, was Gott sich eigentlich für mein Leben wünscht. Wie ich mit anderen umgehe, so weiter und so fort. Und im Laufe der Jahre, so wie die Trauben immer besser werden vom Weinstock, so verändere ich mich immer mehr, wenn ich eben mit Gott unterwegs bin. Und das ist richtig genial, weil wir alle merken ja bei uns, dass wir nicht immer ganz so nett sind. Und Gott aber mit uns quasi diesen Weg geht, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass wir reifen dürfen und so weiter. Und ich denke, dass überall da, wo ich aufhöre zu lügen zum Beispiel und die Wahrheit sage, dass das eine gute Frucht ist. Da, wo ich aufhöre, immer mehr zu wollen und einfach mal sage, hey, ich bin dankbar für das, was ich eigentlich habe, das ist eine gute Frucht. Da, wo ich nicht mehr über andere läster, sondern versuche, Gutes über Leute zu sprechen, das ist eine gute Frucht. Da, wo ich nicht mehr völlig ausraste, wenn Leute mir was sagen, sondern versuche, auch geduldig mit ihnen umzugehen und entspannt zu sein, das ist eine gute Frucht. Und ich denke, wir alle kennen das, wo wir Situationen haben, wo wir uns nicht gut verhalten. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich das verändern und wie kann Gott mich an der Stelle verändern, ist eine gute Sache. Und deswegen wollen wir genau diesen Vers
heute auswendig lernen, weil Gott uns einfach verändern möchte in unserem Leben. Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Deswegen lasst uns das auswendig lernen. Und ich lese das nochmal vor. Also ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Wir müssen ganz nah bei Jesus sein. Denn nur durch Jesus werden wir verändert. Und Jesus ist uns an der Stelle eine Hilfe. Und das ist richtig genial. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich, dass ihr heute da gewesen seid. Bis dann. Tschüssi.